Genau, so einen hatte ich noch nicht. Okay. So, sind wir online. Meine Damen und Herren, mein Name ist Lars Krusten, Chefarzt der Unfallchirurgie Orthopädie hier in Altona im Krankenhaus der Asklepios-Klinik. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute Abend ein paar Minuten mit mir zu teilen. Ich erzähle Ihnen was über Holomedizin 3D und die Zukunft der Medizin und was wir damit so anstellen und anstellen können. Das sind noch ein paar schöne Bilder hier aus Hamburg. Die kennen Sie bestimmt schon. Jetzt kommen gleich die noch interessanteren Bilder. Wer ist dieser Herr? Er hat einen Namen und dieser Mann ist Miterfinder des ersten Handys. Das ist dieser Klon von Motorola, den er da in seinem Ohr hat, und das ist in den 70er Jahren. Ich weiß nicht, die Älteren unter Ihnen können sich bestimmt an diese Exemplare erinnern. Ich noch nicht. Also bei mir waren sie schon ein bisschen kleiner, als ich das erste Mal ein Handy gesehen habe. Heute sehen die Dinger ja eher so aus. Sie sind flach wie ein Stück Papier, man kann sie falten. Man kann alle möglichen Dinge damit machen, nicht nur telefonieren, sondern wahrscheinlich auch eine Atombombe bauen. Also sehr, sehr, sehr Hightech. Und ein wesentlicher Fortschritt, was im Wesentlichen in wenigen Jahrzehnten die Menschheit da zustande bekommen hat. Kurz zu meiner Autobiografie. Ich kam zur Unfallchirurgie und Orthopädie im Wesentlichen dadurch, dass ich komme vom Bauernhof und musste schon relativ viel und frühzeitig auch mit den Händen arbeiten. Und als ich dann meinte, das zu können, und mein Vater gern gesehen hätte, dass ich Bauer werde, habe ich gesagt, naja, ich kann das ja schon, ich würde gerne noch was anderes machen. Und so war ich dann in der Medizin gelandet. Und ja, Unfallchirurgie, Orthopädie lag mir mit dem Hämmern und Klopfen und was man da so macht, wohl am nächsten. Das hier sind die Altvorderen der Unfallchirurgie in Deutschland. Ein Russe ist auch dabei. Der hat so einen äußeren Festhalter für den Knochen entdeckt oder entwickelt. Das ist der Herr hier unten, das ist der Herr Elisarov. Das ist Gerhard Künscher hier mit dem grünen Jackett. War immer ganz adrett gekleidet, fuhr schnelle Autos und war mal Chef hier in Hamburg im Hafenkrankenhaus und hat den Nagel entwickelt. Also er war derjenige, der die Dreistheit besaß, in einen Oberschenkelknochen einen Nagel zu hauen. Da wurde er, als er das auf den Markt brachte oder diese Idee entwickelte, von seinen sämtlichen Kollegen gescholten. Und er hat sich trotzdem durchgesetzt und heute ist es einer der etabliertesten Verfahren in der Unfallchirurgie zur Versorgung von Knochenbrüchen, vor allen Dingen im Bereich der langen Röhrenknochen, so Oberschenkel, Unterschenkel, aber auch am Oberarm. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie bekomme ich in solche Strukturen wie hier dargestellt, das ist so ein Becken, hier liegt der Mensch auf dem Tisch, das ist so eine Situation, so ein Bildwandler, mit dem wir die Strukturen, also die knöchernen Strukturen des Beckens darstellen. Und dann möchten wir hier Schrauben platzieren, sicher. Sicher heißt, eigentlich machen wir nur einen kleinen Schnitt, wir können das Becken ja nicht freilegen, weil hier ist der Bauch und da sind viele Eingeweide und Blutgefäße und Nerven etc. pp. Und da sicher an die richtige Stelle zu bekommen, die Schraube zu bekommen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und die Bedingungen mit so einem simplen Bildwandlergerät sind auch nicht immer einfach. Hier aus diesem Loch hier zum Beispiel, was dargestellt ist, kommt ein wichtiger Nerv, der für die Versorgung des Beines verantwortlich ist. Und da darf man tunlichst nicht mit seinen Instrumenten oder Implantaten dann drin landen. Und hier sieht man, was auch passieren kann. Mit dieser Technik kann man so eine Schraube auch mal komplett am Knochen vorbeilegen. Und da hat sich die Frage gestellt, kann man das irgendwie verbessern? Um genau das zu verhindern, hier sehen Sie so ein operatives, postoperatives CT, also nach der Operation wird so eine Computertomographie, so eine Schichtbildgebung gemacht. Und dann sieht man, dass diese Schraube sollte eigentlich hier komplett im Knochen sein, ist sie aber nicht, sondern sie ist sehr, sehr, sehr nah an so einem Blutgefäß und das kann zu gefährlichen Blutungen führen. Um sowas zu verhindern, hat man sich überlegt, Computertechnik auch in den OP, zu bringen. Man spricht da von Computernavigation.
Und die Computernavigation wurde in erster Linie eingeführt für die sichere Instrumentierung oder Verschraubung an der Wirbelsäule. Weil hier in der Wirbelsäule, das ist so ein Wirbelkörper, hier in der Mitte ist das Rückenmark, das darf man nicht verletzen. Und der Platz in diesen, man nennt das Pedikel, das ist diese kleine Struktur, um die Schrauben da einzubringen, ist sehr gering. Man sollte die dann auch wirklich sicher setzen können. Und da hilft diese Navigation sehr gut, weil man letzten Endes durch Bildverarbeitung alle Informationen bekommt, dass man in diesem vermeintlich virtuellen Welt, in dieser virtuellen Bildgebung so sicher sein kann, dass es dann auch in der Realität, also tatsächlich im Patienten, nicht zu Komplikationen kommt. Da haben wir auch schon viel drüber gearbeitet und in meiner Zeit an der Universität habe ich da relativ viele Arbeiten zu gemacht und da haben wir schon 10 Jahre Erfahrung mit. Das war alles ganz gut und trotzdem haben wir das immer versucht weiterzuentwickeln. Hier sehen Sie nochmal, das ist jetzt am Präparat, also nicht am wahren Menschen. Man muss immer gucken, dass in dieser Computernavigation eine Validitätsprüfung stattfindet. Das heißt, das, was ich auf dem Bildschirm sehe und was da mit diesen tollen farbigen Vektoren und drumherum dargestellt wird, entspricht niemals der Realität. Das heißt, wenn es da zu Verschiebungen oder Störungen im Computersystem kommt, in der Technik, dann kann es dazu kommen, dass in der Realität die Drähte oder Schrauben, die sie einbringen, überhaupt nicht richtig sitzen. Denn hier ist gar kein Knochen und da ist eher die Blase oder der Uterus oder andere Strukturen, die gefährdet sind. Und um das zu verhindern, gab es auch immer weitere Entwicklungen. Und das hat mich schon immer sehr interessiert. Wie kriege ich das hin, dass es im Grunde so simpel und so sicher ist, dass die Patienten die Garantie haben, dass das, was wir da tun, immer genau 100%ig richtig ist. Das ist auch wichtig zum Beispiel, wenn man das ist jetzt eine kindliche, von Tuberkulose betroffene Wirbelsäule oder Halswirbelsäule. Und da sind die Bereiche, die sicheren Zonen, um da Schrauben, wie hier dargestellt, einzubringen, sehr, sehr, sehr klein und gering. Und auch hier durch diese kleinen Löcher, da laufen Blutgefäße, die wichtig sind bei der Versorgung des Gehirns. Und die möchte man natürlich nicht verletzen. Und wenn man dann solche Konstrukte macht, das heißt, da wird dann der Kopf quasi sozusagen an der Halswirbelsäule festgeschraubt, um diese Instabilitäten zu verhindern, um zu verhindern, dass die Patienten einen Querschnitt erleiden, dann muss man natürlich sicher sein, dass die Implantate da sitzen, wo sie hingehören. Das ist jetzt auch nicht nur eine Idee, auf die ich abgefahren bin, sondern andere Leute auch. Das ist hier kurz nach dem Zusammenbruch des Ostblocks beziehungsweise nach dem Fall der Mauer 1992. Da haben sich schon viele Leute Gedanken darüber gemacht, aber seitdem bis zur Jetztzeit hat das exponentiell zugenommen. Das heißt, mittlerweile, wenn Sie so eine Frage stellen, was bedeutet eigentlich virtuelle oder Reality Surgery, wenn man das eingibt in unsere Datenbanken in der Medizin, dann gibt es da mittlerweile fast 4.000 oder über 4.000 Treffer oder über 3.000 Treffer. Also es nimmt jedes Jahr exponentiell zu. Man kann dann die ganze Literatur, die es dazu gibt, schon gar nicht mehr als Einzelner lesen. Also da tut sich was. Das ist nicht nur in Altona ein interessantes Thema, sondern weltweit. Und was bedeutet das nun, diese Mixed Reality, Augmented Reality oder Virtual Reality? Letzten Endes hat all das Sinn und Zweck und beziehungsweise die wesentliche Funktion, dem Chirurgen das Sicherheit zu geben und ein besseres Verständnis für die Anatomie zu geben und dann bei der Planung der Operation einfach sich in allen Belangen, Operationszeit, Blutverlust, Zugangsausdehnung, also große Schnitte, kleine Schnitte, minimalinvasiv, das können Sie da alles reinpacken. Also es geht nur darum, es besser zu machen und sicherer zu machen. Dazu muss man dann so eine Brille tragen. Ich habe da mal eine mitgebracht. Das sieht da ein bisschen fancy aus. Aber mittlerweile sind die auch schon ganz bequem. Und dann kommt Ihnen der Arzt der Zukunft demnächst dann zumindest erstmal für die nächsten Jahre mit so einer relativ großdimensionierten Brille entgegen. Aber diese Mixed Reality Brille in diesem Falle zeigt mir, ich sehe etwas, was Sie jetzt nicht sehen, und zwar quasi dieses Hologramm, was hier auch auf dem Bildschirm dargestellt ist, also dieses Becken.
Das sehe nur ich jetzt mit der Brille, sie nicht. Ich sehe das aber während der Operation und gleichzeitig ist diese Brille ganz normal eine Brille. Ich kann da einfach normal durchsehen. Das heißt, ich bekomme diese Bilder von den knöchernen Strukturen auf den kompletten Körper des Patienten gelegt und weiß genau, wo was liegt. Also ich kann beides gleichzeitig machen. Deswegen heißt es Mixed Reality. Ich kann durch die Brille ein virtuelles Bild auf den Patienten legen und gleichzeitig den Patienten selbst in der Realität sehen. Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann kann ich das auch hochklappen und dann ist es wieder sowas mehr oder weniger wie ein normaler Mensch. Aber das sind Sachen, da müssen wir uns drauf einstellen. Und das hat auch tatsächlich große Vorteile. Ich setze das mal wieder ab. Wenn wir jetzt mal, habe ich einen Film mitgebracht, diesen Film hier sehen, da sehen Sie mal, was für Einblicke man da haben kann. Das ist ein Tumor an der Wirbelsäule, was Sie da sehen an den Seiten, das sind die Rippen und hier ist die Wirbelsäule und das braun eingemalte ist ein Tumor. Jetzt mit dem Stift oder beziehungsweise dem Halter kann ich dieses Bild, was ja virtuell im Raum steht, hier hinten steht sogar noch so eine Kaffeetasse auf dem Tisch, das ist irgendwo in irgendeinem völlig beliebigen Raum und jetzt kann ich das Bild so drehen und kann zum Beispiel in das Rückenmark hineingucken. Also der Knochen bleibt noch stehen. Und jetzt gehe ich quasi mit der Brille, kann ich in dieses dreidimensionale Konstrukt einmarschieren. Ich kann ganz genau die Resektionszonen bestimmen, also was ich resizieren will, also wegschneiden will, den Tumor, also komplett damit so planen, dass ich ihn in Toto, also im Ganzen entferne, damit es dann nachher auch kein Wiederkommen der Operationen gibt. Ich kann diese Schrauben, die wesentlich sind, dann planen und genau gucken, wo ich sie setzen will. Sie sehen schon, das sind relativ viele Bilder. Aber es gibt einem nochmal enorme Mehrinformationen und Sicherheiten, um solche relativ komplizierten Operationen auch zu einem Gelingen zu führen. Hier ist nochmal ein Film. Planen oder auch die Operationen Patienten planen oder auch das Patienten darüber informieren wollen, was wir mit ihm vorhaben, ist es wichtig, dass er quasi seine Sinnesorgane nutzen kann, also auch seine 3D-Perspektive, seine räumliche Sichtweise nutzen kann, um sich einen Eindruck davon zu machen, was er eigentlich hat. Ich habe das 6 Jahre studiert, um relativ komplexe Zusammenhänge auch anatomisch zu begreifen. Jetzt kommt dieser Patient vom Schicksal gebeutelt und ich muss ihm innerhalb von 2 Minuten, 5 Minuten klar machen, was er da hat. Die meisten Patienten sind völlig überfordert. Als ich zum Beispiel das erste Mal diese Brille auf hatte, war ich erstaunt und mir ist gleichzeitig aufgefallen, was mir bisher gefehlt hat. Und mit Hilfe dieser räumlichen Darstellung kann der Patient Einblick gewinnen und Verständnis dafür gewinnen, wie es aussieht, und er kann es fast angreifen. Der VSI, der Virtual Plattform. Ups, da gehen wir nochmal einmal zurück. Jetzt sehen Sie hier nochmal so eine Struktur, das ist ein gebrochener Unterschenkel mit Gelenkbeteiligung unten am Fuß. Und können wir das abspielen? Geht das? Mhm. Und dann sehen Sie, ich kann mit so einem Würfel, also durch das Objekt, durch diese Strukturen, durch das Gelenk durchscrollen. Das ist dann so eine 3D-Rekonstruktion. Hier sieht man dann die einzelnen Teile des Knochens und ich kann ganz genau planen, in diesem Fall war es auch wirklich schwer, weil es wirklich gänzlich zerstört war, wie ich schrittweise während der Operation dann die einzelnen Teile wieder zusammenbekomme. Und das ist gerade für so eine Operationsvorplanung unglaublich wichtig, welche Schritte ich gerade bei so komplizierten Brüchen mit Gelenkbeteiligung, welcher Schritt zuerst kommt und was dann in der Schrittfolge nacheinander dann so abzulaufen hat, dass es nachher auch zum guten Ergebnis kommt. Und wie Sie hier im nächsten Film sehen, das ist dann nach einer Operation, das war jetzt so eine Hüftpfanne, da hatte der Patient sich die Hüftpfanne gebrochen, das Acetabulum gebrochen. Und diese Bilder kann man auch generieren direkt im OP und man kann dann sehen, dass das Weiße hier sind die Schrauben und Platten, die da eingebracht worden sind. Ich sehe hier den Hüftkopf, können wir nochmal abspielen.
hier ist der Hüftkopf und dann sehe ich ganz genau, wo mein Osteosynthesematerial, die Schrauben und Platten liegt und dass das Gelenk selbst wieder schön rekonstruiert ist, sodass der Patient hoffentlich in Zukunft mit diesem Hüftgelenk noch viel Freude hat. So, das Hüftgelenk hatten wir. Aber das kann man auch nicht nur in der Unfallchirurgie benutzen. Man kann es in ganz anderen, in vielen chirurgischen Fächern, aber auch nicht chirurgischen Fächern benutzen. Hier ist ein HNO-Arzt, der plant, wie er im Kopf irgendwelche Polypen oder Tumoren im Gesichts- und im Kopfbereich entfernt. Hier ist eine Leber, auch da kann man bei Leberresektionen, also Leberteilentfernungen oder Tumorbehandlungen an der Leber genau planen, wo in welchen Bereichen man schneiden muss und den Tumor entfernen muss, dass man möglichst das gesunde Gewebe in Frieden lässt und nur das böse Gewebe entfernt. Und man kann es auch in der Ausbildung der Studenten benutzen, die dann quasi mit so einer Simulation, wie ein Pilot, der auch unglaublich viele Simulationsstunden abarbeiten muss, damit er überhaupt seine Lizenz behält, trainiert, einfach besser zu sein und in diesem Handwerk so gut zu funktionieren, dass es zum Gedeihen des Patienten ist. Da sehen Sie nochmal so einen Bereich, man kann so eine Leber ist das hier, da kann man dann die Gefäße darstellen und die Gallengänge in dem Lebergewebe und kann ganz genau planen, hier ist dann dieser Tumor, den man dann reseziert. Hier haben wir mal so ein Tumorgewebe im Kopf, auch der Neurochirurg kann das gut benutzen. Man kann das in der plastischen Chirurgie benutzen, auch als Simulation, um dem Patienten zu zeigen, wenn wir das und die Operation machen, dann sehen sie anschließend so und so aus. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt die Schönheitsoperation im eigentlichen Sinne, aber es gibt ja auch viele rekonstruktive Eingriffe von Patienten, die durch ein Schicksal so gebeutelt sind, dass sie da deutliche Vorteile von haben, wenn man da was verbessern kann. Dann hier, das nennt sich Natural Rendering. Das heißt, man kann mit dieser Computer, mit künstlicher Intelligenz aus diesen riesen Datensätzen, die ja geschaffen werden durch eine Kernspintomographie oder Computertomographie, kann man einzelne Strukturen entfernen, die Haut entfernen, die Haut und das Fettgewebe entfernen, sodass man dann hier die Muskulatur sieht und den Knochen. Man kann aber auch die Muskulatur auch noch entfernen und nur den Knochen und die Gefäße darstellen. Oder man kann nur die Gefäße darstellen, was natürlich für die Gefäßmediziner und Gefäßchirurgen dann nochmal ganz besonders interessant ist. So kann man ganz viele Aspekte von der Anatomie darstellen und jeder kann das dann seinem Fachbereich entsprechend nutzen. Hier ist nochmal ein Film, wie ich es nutze, beispielsweise im OP. Wir sind hier, das ist ein Tumor im Bereich des Kreuzbeines, der Kreuzbeinfugen oder Iliosakralgelenksfugen. Ich habe jetzt hier die Brille auf und das Setting wird jetzt so gesetzt, dass ich, alle wissen, sehen nicht, was ich da sehe, weil ich habe als Einziger die Brille auf. Man kann ja aber auch mehrere, können die so synchronisieren, dass mehrere Teilnehmer im OP so eine Brille aufhaben. Und so wird das dann geplant und das ist dann während der Operation. Also Sie sehen hier sehen Sie das MRT, die MRT-Schnittbildgebung mit dem Tumor. Und diesen Bereich kann ich direkt auf den Patienten drauflegen. Also das ist dann der Situs, wir wollen mal nicht zu viel Blut zeigen, aber da kann man das dann direkt synchronisieren und ich kann genau sehen, wo sind die Resektionsgrenzen, wie viel muss ich noch nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten, um tatsächlich sicherlich und sicher den Tumor entfernen zu können. Das sind alles, sagen wir mal, Techniken, die noch im Gange sind, aber ich erinnere immer an das große Telefon und an das, was wir heute ein Telefon oder Smartphone nennen. Da sind die Entwicklungen einfach rasend schnell. Dann, dass man die Patienten auch unterrichten kann, das mit dem Teaching, also dass man Studentenunterricht hatte ich schon gezeigt und dass man es im täglichen Gebrauch in der Chirurgie anwenden kann. Aber der Patientenunterricht ist natürlich ganz besonders wichtig, weil jetzt ist der Patient da und hat eine Brille, der Arzt ist da, hat so eine Brille auf und beide stellen in den Raum relativ komplizierte Strukturen. Aber jetzt erst hat der Patient auch eine Chance, dass der Arzt
dem Patienten verständlich machen kann, was er eigentlich hat und was er eigentlich davor hat. Denn das fällt uns unglaublich schwer, weil, wie gesagt, wir studieren das relativ lange und sammeln viel Information und viel Wissen an. Und dann kommt ein Patient und wir müssen ihm innerhalb von kürzester Zeit dann erklären, was er da hat, verständlich erklären, was er dann hat. Das ist mitunter dann doch sehr schwierig. Also der Patient ist zufriedener, weil er weiß, um was es geht. Die Patienten verstehen es einfach besser und das führt auch zu einer Steigerung des Patientenvertrauens, weil nur der informierte Patient, der wirklich weiß, was mit ihm geschieht, hat dann auch die notwendige Sicherheit, sich dann auch in die Hände des Arztes zu begeben. So soll es ja eigentlich sein. Hier ist nochmal ein Film, wo ich dann dem Patienten erkläre, was er denn da hat oder was sein Bruder da hat. Das Sprunggelenk oder diesen Fuß, den gebrochenen Fuß, kennen Sie schon. Aber man geht dann einfach da, man kann das beliebig, man ist auch gar nicht räumlich gebunden, man kann das irgendwo machen, dem Patienten dann erklären oder dem Angehörigen erklären, wie die nächsten Schritte sind. Man kann das im Raum bewegen und dann ganz genau Schritt für Schritt dem Patienten erklären, den Angehörigen erklären, was man vorhat. Dann können wir das nächste machen. Ein Avatar, Sie kennen das bestimmt, den Film. Ich weiß nicht, ob es Walt Disney war, aber ein Avatar bedeutet, manchmal bin ich ja in der Situation, dass ich auch nicht weiß, wie man es besser macht, beziehungsweise wie man es dann am besten macht bei den Patienten. Und mit dieser Technik ist es Ihnen eigentlich möglich, einfach mal Ihren Kollegen in New York oder in Australien oder wo auch immer anzurufen, kann auch in Bremen sein. Naja, Bremen nicht vielleicht unbedingt, aber auch in Hannover, wo auch immer, den Kollegen anrufen. Der setzt sich dann auch eine Brille auf und dann sehen Sie in diesem virtuellen Raum das Gleiche. Und Sie können dann in dem virtuellen Raum, obwohl er gar nicht anwesend ist, besprechen, wie er denn die Situation sieht. Und Sie können ihn sogar, wenn er die Brille auf hat, in Ihren OP einladen. Das heißt, real-time kann er sich in der OP neben Sie stellen. Und das kann die größte Koryphäe sein, die nur denkbar ist. Man lädt ihn einfach mal ein, er setzt sich die Brille auf und dann guckt er während der Operation zu, was sie machen. Und er kann vielleicht dann nochmal einen guten oder einen entscheidenden Hinweis geben. Da haben wir nochmal so einen Film dazu vorbereitet. Da sehen Sie, dass der Blaue, da ist ein Kollege von mir aus New York, das ist so ein zerlegter Oberarmkopf. Das ist die Schlüsselbein, hier ist der Oberarmkopf, das sind die Frakturfragmente. Und jetzt kann sowohl er, kann auch diese Schulter anfassen und zeigt mir dann, wie er es machen würde. Das ist meine Hand, ich kann es dann drehen, er kann es dann drehen. Wir können beide, können wir einwirken auf diese virtuelle Struktur und dann den Fall diskutieren und sagen, was er für richtig hält, was ich für richtig hält. Und vielleicht kommen wir dann gemeinsam zum besseren Ergebnis. Dann, weil das ist immer noch nicht das Ende, man gibt es dann auch Web-Application, also Dinge, die man braucht, um Daten, relativ große Datenmengen, auch vom einzelnen Patienten, vereinfacht zugrifflich zu machen. Das heißt, dass die Daten vom niedergelassenen Hausarzt oder von niedergelassenen Orthopäden oder Unfallchirurgen in meinem Gebiet quasi ruckzuck vermittelbar sind. Das ist dann häufig cloud-basiert. Natürlich sollte da der Datenschutz eingehalten werden. Aber wichtig ist ja im Wesentlichen, dass Sie keine Zeit verlieren, indem wir irgendwelche Daten und CT-Tüten mit der Post verschicken, sondern wir können es quasi per Fingerschnipp mit jedem Menschen auf dieser Welt, natürlich nur mit ihrem Einverständnis, diese Informationen teilen und versuchen, dann für den Patienten die beste Lösung zu finden. Diese Technik macht die Sache einfacher, man ist flexibler, weil räumlich nicht gebunden. Letzten Endes könnte ich meine Ratschläge dann auch aus dem Urlaub geben. Wenn mich denn jemand fragen würde, würde ich im Urlaub mal die Brille aufsetzen. Es wird auch nicht mehr lange dauern, da wird aus diesen relativ großvolumigen Brillen, denken Sie an meine ersten Bilder mit dem großen Kotelett als Telefon und dem Handy, was Sie heutzutage haben, so ein schönes flaches Modell. Das
dauert nicht mehr lange, dann wird diese Brille so aussehen wie eine ganz normale Brille, wie die ich jetzt auf habe. Und dann können Sie über die Brille mit der Brille sprechen. Ich würde also der Brille jetzt sagen, bitte Laborwerte von Patient so und so. Dann würde ich dann quasi virtuell in dem Hologramm die Laborwerte sehen. Und ich könnte dem Patienten, wenn er denn auch eine Brille aufhat, dann die Bilder erklären. Und das wird in naher Zukunft so kommen. Davor muss man auch gar keine Angst haben, sondern eher Begeisterung zeigen, dass es viele Dinge erleichtern wird. Wie schon gesagt, das wird man nicht nur in der Unfallchirurgie oder Traumatologie anwenden können, das wird man in der Allgemeinchirurgie, in der Halschirurgie, in der plastischen Chirurgie, in der Radiologie, in der Dermatologie. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Anwendungsbereiche, die einem dann das Leben mit dieser neuen Holomedizin, Mixed Reality, Augmented Reality, Virtual Reality erleichtern werden. In der Unfallchirurgie, wie gesagt, ist ein Teilaspekt. Das Bild hatten Sie schon mal ganz am Anfang gesehen. Jetzt kommt hier nochmal ein kurzer Film, ein bisschen animiert. Die New Dimension of Surgery. So klingt es ein bisschen moderner, musikalisch hinterlegt. Hier ist der Operateur, in diesem Falle ich, mit der Brille auf. Das hatten Sie schon gesehen. Ich bringe also, wir machen das ja schon länger, das ist schon 2 Jahre her. Also wir arbeiten da schon eine ganze Menge dran. Und auf die Art und Weise, so glaube ich, und so ist es auch in vielen Publikationen auch schon belegt, wird Chirurgie und Patientenversorgung in Zukunft sicherer und effizienter. Das ist gut. Und das mache ich eigentlich immer, wenn ich einen Vortrag halte. Sollten Sie auch in den Nutzen kommen. Der Friedrich Nietzsche war ja bekanntermaßen ein berühmter deutscher Philosoph. Und der sagte, was ist Originalität? Etwas sehen, das noch keinen Namen trägt, noch nicht genannt werden kann, obgleich es vor aller Augen liegt. Also kurz übersetzt ist es, es gibt ja Menschen, die gehen in den Wald und wissen gar nicht, dass sie im Wald sind, weil sie ja nicht wissen, wie ein Baum aussieht. Ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man diesen Baum einfach nicht erkennt, wenn man ihn nicht mit Namen benennt. Und diese neue Technik oder auch überhaupt die technologische Revolution, ich sage eher mal Evolution, weil die Technik hat sich immer schrittweise fortentwickelt, seitdem der Mensch das Laufen gelernt hat, macht er täglich weitere Erfindungen. Und diese Computerentwicklung bzw. diese Tech-Entwicklung und jetzt noch das neue Schlagwort, die künstliche Intelligenz, die uns dabei helfen wird, unglaublich große Datenmengen schneller zu verarbeiten, das ist nur dafür da, um uns das Leben zu erleichtern, beziehungsweise letzten Endes, um uns dann auch mehr Zeit für Dinge zu lassen, die auch wichtig sind. So, das war jetzt mein Vortrag und wenn Sie dazu diesem Thema jetzt noch Fragen haben, dann stehe ich dazu gerne zu Ihrer Verfügung. Wenn nicht, dann darf ich mich schon verabschieden. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ist ja auch Sommerzeit. Genießen Sie es, grillen Sie was Schönes, trinken Sie was Gutes. Und dann wünsche ich, dass Sie gesund bleiben und kommen Sie gut durch den Sommer. Erholen sich von der Pandemie und man hört und man sieht sich. Wiederschauen.